Ja, genau. Ich war bei dem Theaterkahn. Mensch, ich schweife schon wieder ab. Aber ich glaube, das wollte eigentlich auch Gordon wissen. Ach, egal. Was hatte ich vorhin gesagt? Nicht drüber nachdenken, einfach quatschen. Und das ist halt das, was bei mir so ansteht. Ich hatte ja viel gesagt, das Ach so, das Museum für das Kommunikationsmuseum ist eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte. Wie hat sich Kommunikation und so weiter entwickelt? Alles, was halt mit Kommunikation zu tun hat, spielt da mit rein. Genau, und dann wollte ich halt mal noch ins Fotografiemuseum, also Fotomuseum. Im Film- und Fernsehmuseum in Berlin war ich schon mal, aber das Fotomuseum finde ich auch recht interessant. So, mal schauen, ob ich das halt wirklich alles schaffe. So, und dann, falls wirklich noch was übrig bleiben sollte, Zeit, was ich aber nicht glaube, weil ich nehme mir eigentlich schon gerne Zeit, da halt das, was ich mache. Und ich stelle dann auch immer, deswegen geht dann immer keiner so gerne mit mir mit, weil ich dann halt auch sehr viele Fragen stelle. Ich bin dann halt wirklich auch interessiert an die Leute. Gut, wo ich damals mit einer Freundin in dem. Ach, Menno, warum kommst du jetzt schon an? Mit einer Freundin da in der Sternwarte war, haben wir auch uns ziemlich viel mit den Leuten dort unterhalten, weil sie halt auch recht interessiert war. Nee, aber es ist schon toll und ich fahre dann, also wo ich auch wieder hingehe, ist lang nach der Wissenschaften halt, wo so Universitäten und sowas, Labors, wissenschaftliche Labors, Forschungszentren und so, die ihre Arbeit, Experimente vorstellen und so weiter. Da will ich dann das ist immer im Sommer in Berlin, da will ich auch hingehen, wo ich dann vor allem was mich interessieren wird, weil ich da ja auch so ein bisschen in die Richtung war, ich das total interessant sind, Hirnforschung, psychische Sachen und so. Und das ist ja bei uns in Berlin, Freie Universität ist ja da groß. Mal gucken, inwieweit mit der Charité habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber die Charité hat ja dieses Language of Emotions. Was da halt mit der, denke ich mal, irgendwie da so ein recht großes Programm ist und so weiter. Da werde ich mich mal aufhalten. Letztes Jahr war ich dann ja eher in Potsdam auf dem Telegrafenberg, wo dann das Helmholtz-Zentrum, also Deutsch Geoforschungszentrum ist, das Deutsches Geoforschungszentrum, das Alfred-Wegener-Institut, Polarforschung und so, da war ich letztes Jahr und dieses Jahr, also und dann waren wir halt noch in den Uni Potsdam und dieses Jahr will ich mich halt gerne zur FU aufmachen. Halt wegen dem ganzen psychischen Kram. Und ich denke, der betrifft uns irgendwo alle und da kann man auch jeder tickt ja anders irgendwo und doch irgendwo alle gleich und doch irgendwo anders und ich finde, das ist dann ziemlich interessant. Ja. Genau, und leider welches Museum jetzt nicht mitmacht, ist das Technikmuseum. Da würde ich ja auch gerne mal hin, aber ich finde, dass man sollte dann lieber so, also ich nutze dann mehr solche Veranstaltungen. Oh, mein Umhang, aber ich habe ja genug Reisewerkzeug mit. Da kann ich das auch da benutzen. Ja, sonst gehe ich da nicht hin. Wo ich aber noch bis zum 31. Dezember, ich glaube, da gehe ich dann sogar am Sonntag noch hin. Muss ich mal gucken, ab wann das dann auf hat. Das Berlin Historiale Museum, da kriegst du, es ist halt
Ich meine, ich wohne jetzt seit fast gut 3 Jahren in Berlin und da will ich jetzt nicht sagen, weiß nichts über die Historie, will ich jetzt nicht so sagen, dass ich mich schon ein bisschen, aber da erfährt man nochmal so ein paar Informationen. Ich bin eigentlich jemand, der will wissen, wo er wohnt, wie die Geschichte dahinter ist und so weiter. Und ich will mich auch mit meiner Stadt, in der ich wohne, identifizieren können. Und ich finde, das geht halt am besten, wenn man die Geschichte weiß. Im Berlin Historiale Museum stellt halt die Entwicklungsgeschichte, Stadtgeschichte dar und so weiter. Ein Grund, warum ich da eigentlich reingehen will, ist, weil man als Abonnement von Berliner Verkehrsbetrieben kriegt man da bis 31. März freien Eintritt. Und da finde ich, sollte man sowas ausnutzen. Also, ich finde, Berlin ist immer wieder, ist eine tolle Stadt. Es gibt immer wieder was Neues, ein reichliches Kulturangebot, tolle Messen. Wenn ich jetzt nur an die IFA denke oder für mich speziell, ich hoffe ja, dass ich dieses Jahr gehen kann. Letztes Jahr konnte ich nicht auf die Zugmesse gehen, weil genau zu dem Zeitpunkt mein Vater 50. Geburtstag hatte. Ich hoffe ja, dass es dieses Jahr nicht so ist. Was mich ja dieses Jahr freut, wir haben Berlin, ich weiß nicht, wer es kennt, wer da schon mal war, sogenannten Sommergarten, das da mittendrin. Ich hab's noch nie angeguckt. Ich glaube, es ist eine Open-Air-Bühne und so weiter. Da ist dieses Jahr zur IFA, also Internationale Funkausstellung, was nicht nur Funk ist, da gibt's auch Herde, Waschmaschinen und so weiter. Fand ich relativ witzig. Dass da dieses Jahr unheilig mit dabei ist in dem Open-Air. Dinges finde ich sehr toll. Da werde ich mir auf jeden Fall Karten dafür holen. Ich wollte immer mal zu einem Unheilig-Konzert und ich glaube, dass ich mir das auch, wenn das dann vielleicht ein verspätetes Geburtstagsgeschenk wäre und selbst wenn ich das von keinem bekomme. Ich werde nämlich dieses Jahr 25 und da habe ich mir überlegt, dass ich dann, wenn im Prinzip, wenn es 0 Uhr ist, dann auch was Kleines hochlade, dass ich das dann halt 0 Uhr freistelle. Ich habe mir da leider noch nichts überlegt und es wird eigentlich auch mal Zeit, mir da irgendwas zu überlegen, irgendwas zu machen, aber bis jetzt ist mir noch nichts eingefallen. Ich dachte so als kleines Special, weil ich denke, 25 ist doch irgendwo. Was bis besonders eigentlich für mich hat jeder Geburtstag irgendwo was Besonderes. Aber 25 ist nochmal so ein Vierteljahrhundert. Es gibt einfach so Geburtstage, die du stark feierst. Oh, ich müsste mal langsam was haben wir hier? Quest-EP, Wachstumsdrang. Ja, mal Wachstumsdrang. 25 ist halt nochmal, es hat so ein besonderer Geburtstag. Ja, und ich hoffe wirklich, dass er besonders wird, weil ich da vielleicht einen Special Guest erwarte oder auch nicht. Aber ich vermute mal eher nicht. Naja, aber man kann's. Ey, oh, warum haust du ab? Das finde ich nicht so toll. Ich will doch mit dir spielen. Ich will doch nur spielen. Gab es da nicht mal so ein Lied? Wie hießen die? Annette Louisanne, glaube ich, oder? Oh Mann, manches vergisst man halt. Aber ich muss mal sagen, mir hat das nicht so wirklich nicht so doll gefallen. Ah, jetzt kommt er doch wieder. Find ich klasse, dass du doch wieder ankommst. Find ich super. Richtig klasse, da kann ich dich doch platt machen. Was war das? Levelaufstieg? Nee.
nur die Seelenperle voll. Ich wollte schon sagen, Levelaufstieg, hä? Oh, bitte, 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 bitte. Mann, in der letzten Zeit habe ich so wenig Erfolg. Och, nee. Ich will mal mehr Erfolg haben. Ach, Quark, doch nicht den. Den hier wollte ich machen. So, mal ein bisschen einfrieren. Ja, und ich bin am Überlegen, es war ja lang nach dem Musenus. Um 2 ist die zu Ende, also werde ich circa um 3, halb 4 zu Hause sein. Und ob ich dann wach bleibe und gleich das Australienrennen gucke, Formel 1. Ich glaube, das mache ich. Ich meine, ich fand es in letzter Zeit recht langweilig. Also früher war ich ja wirklich, kannte jeden Fahrer, also Autos und so weiter. Also naja, Fahrer kennt ja sowieso, aber halt war wirklich, hab mich wirklich dahinter geklemmt. Also hab auch gerne mal, aber irgendwie finde ich, da hast du auch so halt so Dinge, die irgendwann langweilig werden. Also das ist einfach nicht mehr das, was es früher mal war. Genauso irgendwelche Sportvereine. Und ich bin ja immer noch so am Lügen. Gehst du wieder, weil eigentlich bezahl halt 45 Euro dafür, aber geh halt total unregelmäßig. Und das ist immer so eine Sache. Das ist dann einfach irgendwie, du hast in der Jugendzeit, hast du irgendwas, Schulzeit, da hast du irgendwelche Sachen angefangen, hast dich für was interessiert, aber irgendwann wird es langweilig und das ist dann einfach nicht mehr so wie früher. Es hängt einfach damit zusammen, man wird reifer, erwachsener, man macht andere Erfahrungen und man hat einfach Dinge, die einem mehr geben. Und,